Moin Leute und willkommen zur Folge 86 von Heroes Charge. Ich dachte mir, wir machen heute mal den Kreuzzug. Mal sehen, ach du. Heiliger. Okay. Egal, das machen wir später. Ich habe gestern einmal den Kreuzzug gemacht und habe da den Zuckobus bekommen. 60 Seelensteine. Ist jetzt auch auf Stufe 5. Und ich schaffe es jetzt sogar, die Testkämpfe mit dem Valkyren-Showdown. Kann ich euch... zeige ich euch im nächsten Video. Ich mache heute mal zwei. Wir fangen erstmal an mit dem Kreuzzug. So. Das. Wer war es noch? Das Äffchen. So, mal gucken. Und zack. Jawohl, Deathmage gleich schon fertig. Super, Luna auch. Kann ich gleich schon ein paar Wechsel vornehmen. Luna raus. Normalerweise brauche ich hier noch nichts zünden, das geht eigentlich so noch. Ich lasse das alles den Zapper machen und die anderen, die hauen ein bisschen zu und füllen so ihre Energieleiste. Ja, Affe ist auch fertig, kann raus. So. Und Chaplin jetzt rein und für den Kommando kommt gleich dann nochmal den Frostmage und überhaupt muss ja noch einige wechseln und Curse auch noch raus und die anderen aufladen. Succubus, Maschinist. Ja, und wenn es dann noch klappt, werde ich noch die Schattenbotin auch noch mit reinnehmen. Muss ich mal schauen. Je nachdem, wie stark die Helden ansteigen. Okay, Old Curse Commando raus. Ja. Das ist nicht so schlimm. Ich meine, Eisenhuf ist immer ätzend, aber das passt schon. Okay. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Mal gucken, wen haben sie jetzt? Kommando natürlich. Bei ihr reicht das schon. Dann muss ich einmal den Eisenhut mitnehmen. Der stirbt mir meist als erstes immer weg. Gucken, ich könnte ihn zwar heilen, aber mal schauen, wie es läuft. So. Jawohl, gestunt. Sehr schön. So, mach ihn weg da. Ja, perfekt. Gute Runde. So, dann mache ich den Maschinist noch. Dann sieht das Ganze schon mal echt gut aus. Maschinist. Joa. Passt soweit.
Verdrückt. I know I haven't been completely honest and devout. It's difficult for me, these girls try to seek me out. I try to talk it out, but this was all she speak about. She said, I want to love you. But if it's not right, I will Das reicht auch für den Maschidi. Das passt. Störgreifer und Flinkfüße. Na, warum nicht? Maschine ist raus. Ja, Frostmage, der geht mir sowieso recht früh immer drauf. Total ätzend. Gucken, ob das reicht. Ja, doch, ich glaube. Ja, wunderbar. Und Curse wieder ready. Feuersaat. Oh, das Äffchen ist immer nervig. Mal was anderes testen. Nein! Okay. Genau deswegen ist er nervig. Der macht sein Abbild immer nach hinten und dann haut mein Old Curse. Da muss ich nämlich schnell machen, sonst haut er den Freeze nach hinten weg. Und das bringt einem natürlich herrlich wenig. Okay, der kommt noch zurück. Wunderbar, naja, Deathmage noch nicht so weit. Oh, der Silence war doch noch gar nicht draußen. Warum konnte ich nicht zaubern, verflucht nochmal? So. So, Schluss mit lustig. Ja, mal schauen. 600. Eisenhuf, die sind aber nur 80, 81. Sollte etwas besser gehen. Ich habe überlegen. Ich glaube, ich nehme den Zapper rein. Oder nehme ich mal Commando. Ein Commando. Komm, kleine Heilerin, mal hin. Ja, sehr schön. Oh oh. Oh Gott. Passt, passt. Alles nur im grünen Bereich. Imperialer Henker, wunderbar. Boah, 87 mit Zepper und allem, komm schon. Ja, was soll's. Muss irgendwie klappen. Oh je. Okay, der Zepper ist down, das ist schon mal gut. Nein, 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 nein. Halt schnell hoch, bevor der Freeze kommt. Ach, verflucht. Oh, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Mein Heilerchen down.
Ja. Kleriker? Ach du. Wah. Oh Leute, setzt doch mal einen Heiler rein. Oh. Oh yeah, nice, cool. Tja, kein. Doch da, aber 77. Das ist echt schwierig jetzt. Ich hätte sie nicht sterben lassen dürfen. Aber manchmal passiert das einfach. Boah, ist das nervig. Das kann ich. Komm. Ratzt ihn weg da jetzt. Wow. Ach, was soll's. Der Gegner war auch neu, den hatte ich sonst nicht im Kreuzzug. Es ist Heiler weg und das ist schon mal alles ganz beschissen. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Jawohl, wenigstens hat er mal geheilt, bevor er drauf geht. Gott, das ging ja noch mal einigermaßen gut. Leider Deathmage noch nicht voll geheilt. Das heißt, nächsten Tank opfern. Speerkrieger. Oh, die haben alle keine. Ich will aber jetzt meine vollgechargten Helden noch nicht nehmen. Ja, Kommando natürlich mit bei. Jetzt wird's interessant. Komm, du nochmal, das reicht, glaube ich, dann. Komm schon. Oh ja. Puh. Ging besser als gedacht. So, letzte Kampf. Ich meine, er war noch nicht tot. Ich werde trotzdem mal den Panda mit reinnehmen. So, bin der Meinung, das reicht. Ich hoffe es. Vielleicht auch nicht. Okay. Geschafft. Wunderbar. Kein Helden diesmal, aber wir haben ja noch den Raubzug. Aber da kommt meist nur Mist.
Guck, dreimal dasselbe. Das ist schon krank. Zweimal Old Curse, sonst auch nichts. Naja. Gut. Hauptsache zu Ende geschafft. Den Kreuzzug, das ist mir schon wichtig. Ja, im nächsten Video zeige ich euch die Testkämpfe, beziehungsweise den Valkyren-Showdown. Dass ich den auch wirklich schaffe. Was liegt heute da an? Das ist der Phönix. Ja, ansonsten sind wir mit dem Kreuzzug durch, aber wir machen nochmal hier den Rachegeist. Gibt ja gerade doppelte Seelensteine. Ist der. Genau. So früh wie möglich auch auf 4 Sterne wenigstens schon mal kommt. Auf 5, das wird dann wieder Jahre dauern. Schön. So, einmal noch. Wunderbar. Wow. Nice. 8 Punkte, glaube ich. 73 von 100. Super. Da werde ich vielleicht heute auch nochmal zurücksetzen und das alles nochmal machen. Irgendwie. Ja. Cool. Das hat geklappt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nachher nochmal im anderen Video. Ich mache das gleich, hänge das gleich hinten ran. Ja, da kümmern wir uns um andere Sachen, die so anliegen. Muss mal schauen. Wie gesagt, Testkampf wollte ich euch zeigen. Zeitspalt habe ich hier auch nicht, auf Stufe 6 noch nicht gemacht. Obwohl ich bezweifle, dass ich das schaffe. Aber testen können wir es ja. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Like, Subscribe, kommentiert natürlich fleißig wieder. Und wir sehen uns später. Tschüss.